So, und da bin ich wieder. Ja, wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach Lapis Lazuli. Könnten wir gebrauchen. Gab es ja hier irgendwo in der Nähe. Wo war das? Ich glaube, die gab es da hinten. Da an dem Weg, glaube ich, hatten wir irgendwo mal welches gesehen. Ich hoffe, wir werden dann nicht angegriffen. Von diesen Drachengeiern. Ich mag die nicht. Was fällt da runter? Irgendwas hat da einfach runtergestürzt. Ja, da war Schwefel. Da ist Lapis. Sogar ganz schön viel Lapis. Also ich brauche... Ja, komm, ich will da hoch. Ich baue mir so erstmal den Weg da hoch. Habe ich irgendwas für bessere Ausdauer? Nee, glaube nicht. Ich habe nichts mitgenommen. Nein. Oben bleib. Ah. Läuft super. So, jetzt aber. Natürlich ist die Ausdauer wieder am Arsch. So, kurz abwarten. Aber auch gut, dass wir damit auch ein bisschen Sandstein auch noch auffüllen. Könnte man auch ein paar richtig hübsche Gebäude mitmachen. Wie viel haben wir jetzt? 7. Den hier brauchen wir gar nicht. Okay, ein bisschen mehr in die Richtung gehen, würde ich mal sagen. Dann will ich hier auch mal ein bisschen Lapis kriegen. Nochmal abwarten. 10 haben wir jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir in den Truhen haben. Jetzt zumindest nicht aus dem Kopf heraus. Ich schau mal, dass ich vielleicht auf, also jetzt schon auf um die 40 komme. Kann man damit auch noch ein seltener Edelstein, der wegen seiner magischen Eigenschaften als Katalysator bekannt ist, großartig zum Kanalisieren und zum Schutz geeignet. Okay. Wenn man auch noch einen richtig geilen Baublock aus Lapis Lazuli machen könnte, dann wäre nice.
So, 21 haben wir jetzt. Komm, wir machen die 40 voll. Die schaffen wir hier. Hoffe ich zumindest, dass hier auch genug ist, um 40 zu kriegen. Ich bräuchte nur bessere Ausdauer irgendwie. Ich freue mich schon aufs nächste Update von Enshrouded. Müsste ich mir auch nachher mal schlau machen, ob das schon nächste geplant ist. Hinsetzen geht schneller. So, und jetzt nochmal. Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit mal auch Eisenausrüstung wechseln. Sieht schon cool aus, wie wir da sitzen. So, 34. Okay, gleich haben wir die 40 voll. Hier noch mal ein bisschen drauf bauen. Ne, hier ist sonst. Hier unten ist auch viel Lapis. Ne, dann schon da oben. Einer fehlt noch. Dann hätten wir alles. Dann hätten wir wirklich alles, um Flammenalter vollständig für den aktuellen Stand auszubessern. Jetzt haben wir auch alles. 40. Perfekt. So, dann würde ich jetzt einmal nach Hause reisen. So, Stärke der Flamme. 40 haben wir. Eisenerz muss ich auch gleich noch holen. Aber erst einmal Schwefel, das hier drin war. So. Da warte mal. So, hier einmal. 40 rüber. Hier auch nochmal. 40 rüber. So, alles andere vielleicht nochmal kurz einlagern. Holzsäure müssen wir auch mal wieder irgendwie organisieren. Wie viel von den Funken haben wir gebraucht? 40 auch. Okay, da kriegen wir hin.
So. Alles andere erstmal sortieren, einlagern. Boah, kommt mir so komisch vor, dass die jetzt nicht mehr hier sind. So, sonst. Haben wir, glaube ich, haben wir alles? Feder müssen wir da mal wieder reinpacken. Die habe ich jetzt vergessen. Habe ich die oberste Reihe komplett vergessen? Ne, ich hatte von hier alles vergessen. Nein! Mist. Hierfür alles. Okay, dann müssen wir jetzt von da noch mal holen. Eisen brauchen wir jetzt noch, also Eisenerz. 40 Stück. Habe ich für hier noch irgendwas? Ne, die lassen wir mal. Pfeile haben wir aber. Wir haben die Dinger. Ah, perfekt, okay. Stapel teilen. So, sonst haben wir, glaube ich, für hier nichts. Die Dinger haben wir. Haben wir hier irgendwo Yucca? Yucca? Honig haben wir. Honigwaben. Da haben wir Yucca. Dann so ein Holz. Nee, Sandstein haben wir noch. So, von hier brauchen wir... Jetzt nicht Eisen. Mal gucken, was uns noch fehlt. Beziehungsweise ich packe jetzt erstmal das Stoff nochmal hier hin. Und Hähnchen in den Ofen. So. Die muss ich noch einräumen. Das ist noch roh. Hier. So, was fehlt uns jetzt noch?
Yuccafrucht, 40 Stück. Ja, gut. Aber ansonsten. Wo habe ich denn. Wo habe ich den Brutsichelkopf hingetan? Ich pack die mal alle dahin. Wo habe ich den hingetan? Der ist nicht hier. Blutsichelkopf. Okay, Stapelteil. Wollte schon sagen, habe ich den jetzt irgendwie verloren? Das wäre jetzt doof, wenn ich den jetzt noch einmal irgendwie irgendwo herholen muss. Okay, dann würde ich wahrscheinlich. Warte mal, ich muss erstmal alles reparieren, was ich habe. So, wo habe ich Farmerde reingetan? Irgendwo hier. Farmboden. Ich mache einen 20er Stack. Und würde das hier irgendwie machen. Irgendwas läuft hier jetzt gerade falsch. Da sind Blöcke bei, die ich irgendwie gar nicht haben will. Also, so, und dann würde ich das hier nutzen. Um die Farmerde hier ein bisschen zu verteilen. Dann haben wir viel, viel mehr. Haben dafür aber auch nur ein bisschen investiert, sagen wir so. So, und was soll damit jetzt? Egal. So, wir werden auf jeden Fall Wasser brauchen, um Setzlinge draus zu machen. Genau, was hatten wir hier? Ich nehme mal so ein 100er Stack. Die packe ich mal wieder da rein. Und das, was hier ist, machen wir mal weg. Hat hier nichts zu suchen. Aus den kompletten mal Dings hier, Setzlinge. Hier können wir das machen.
So, wo können wir? Warte, wo machen wir Jukka-Setzlinge? Jukka-Palmensetzling. Sand, Äste, Wasser. Ach so, ich brauche dafür. Okay. Ich dachte, ich brauche dafür die Dingens. Gut, dann packen wir das wieder zurück. Nein! Jetzt habe ich aus Versehen geschossen. Okay, Sand hatten wir hier. Und Äste werden wir noch brauchen. So, Juckerpalmsetzling. Stunde, 2 Stunden wird das dauern. Okay. Wohl 5 Stück werden wir gleich kriegen. Aber zumindest ein paar können wir machen. Oder? Hatten wir? Sand war hier, genau. So, dann packen wir Wasser wieder hier rein. Und die Äste da hinten wieder in die andere Kiste. So, was könnten wir dann in der Zeit machen, bis es da ist? Also bis wir ein paar Yucca-Palmen kriegen. Gebrannten Ziegelblock könnten wir machen. Gebrannten Ziegelblock. Komm, wir machen einen Zehner hier. Dann haben wir den auch einmal gemacht. Aber was fehlt uns noch? Wir haben ja jetzt schon insgesamt jetzt 33 Baublöcke. 3 würden noch fehlen. Fachwerkblock, Eisenblock, Kalksteinblock, warmweißer Leuchtblock, Leuchtblock, grüner Metallblock, myzelbewachsener Block, Palmholzblock, veredelter Sandsteinblock, veredelter Steinblock, veredelter Holzblock, normaler Sandsteinblock, normaler Steinblock. Grobbehauener Steinblock. Was fehlt uns noch? Oder sind es jetzt dann nur noch die aus den Hallen der Erloschenen? So, 5 Stück haben wir schon mal. Mal. Pflanz dich hier schon mal an.
Jetzt ist die Frage, wie lange werden die brauchen, bis die wachsen? Haben wir auch... Boah, ich habe mich jetzt wegen dem hier erschrocken. So, der hat sonst nichts. Der hat aktuell nichts. Der hätte hier Zeugs. Die Wasserbrunnen. Glas könnte der jetzt machen. Aus Glas, bitte können wir Glas machen. Ah, okay. Tische? Hat er hier irgendwo was Neues? Oder wie jetzt? So, Lichtquellen. Ah, okay. Wir können hier bessere Lichtquellen machen. Das ist... Kostet zwar jetzt Eisenbarren, aber... Und Glas. Und Schleim halt. Kohle. Aber... Wäre nochmal deutlich besser. Bessere Lichter hätten wir. Oh, ist dunkel. Ja, dann gehen wir mal pennen. So, gleich. Gleich wären wir dann mal soweit. Wenn wir die Yuka dann fertig haben. Okay, die sind noch nicht fertig gewachsen. Was fehlt denen? Oder wie lange dauert das? Wie lange würde das dauern, bis die wachsen? Umtopfen könnte ich die jetzt. Lassen wir aber lieber sein. So, einen Moment. Könnten wir sonst noch irgendwie was machen? Ich will auch endlich diese Hütte hier abreißen. Wir könnten in der Zeit vielleicht mal hier hinten hingehen, wo die Dings war. Und einmal alles einsammeln. Könnt ihr da auch einmal sehen, wie ich hier auch an Eisen und so weiter kam. Ich habe immer die Dinger hier kaputt gemacht. So. Und wenn wir hier fertig sind, hoffe ich dann, dass die Yucca-Palmen da fertig sind. Dass wir dann an die Frucht da kommen. Und ich krieg mal richtig viele Erfahrungsschriftrollen. Und halt auch Federn und Eisenbarren gibt es ja auch immer wieder. Und genau diese großen Haltbänke. Das Doofe ist, dass hier auch immer wieder Knochen mit dabei sind. Davon hat man mittlerweile so viel. Braucht man eigentlich gar nicht. War hier oben nicht auch immer einer? In dem Bereich? Anscheinend weg. So, Zimt kriegen wir hier auch immer. Bronze kriegen wir hier immer. Und Eisen.
Also die richtig seltenen Rohstoffe, die aktuell richtig selten sind, meine ich. Das ist dieser. Und dann hier auch noch mal. Genau, die besseren Miasma-Überlebenstränke kriegt man hier auch. So. Zwei Barren haben wir schon mal, was Eisen angeht. Das heißt, wir könnten gleich noch mal die nächste Truhe auch noch mal hinkriegen, bauen. Die Knochen können wir gleich aber wegschmeißen. Und hier. Nein, da. Und hier haben wir die letzten beiden. Dann können wir nach oben gehen und da können wir auch noch mal Äste organisieren und noch mal ein bisschen Holz, obwohl da doch hier gab. Ah, okay, hier gab es auch noch mal ein paar. Stimmt. Ja. Und hier oben gibt es dann Äste und halt auch ein bisschen Fleisch und Fell. Ah ja, und genau diese Panzer auch. So viele Äste brauche ich jetzt auch nicht. Okay, das war gerade ein bisschen zu schnell mit dem. Also, und hier auch immer wieder runtergehen, weil hier auch immer wieder welche sein können. So wie hier. Und dann gibt es hier auch noch so eine Truhe mit eine Erfahrungsschriftrolle oder andere Zauberschriftrolle. So, hier nochmal ein Knochen. Nochmal die Dinger.
Und dann geht man zuerst hier runter. So, und dann kann man das hier mitnehmen. Und das kann man dann mit der Axt abschauen. Hier gab es noch was? Ne, okay. Dann letzte Etage ganz oben. Da werden wir die Axt dann eher brauchen. Ah, hi, Hill. Ja, viel Spaß im Lurk. So. Und hier nochmal. Nehmen wir alles mit und hier. Ausdauerring schon wieder. So, dann hoffe ich, wir haben zwei Eisenbarren. Eine Kiste können wir auf jeden Fall wieder machen. Wo war unser Zuhause? Da. Ich hoffe, die Palmen sind jetzt fertig gewachsen. Okay, wie lange brauchen die oder können die überhaupt wachsen? Nein, ich wollte die jetzt nicht hier reinpacken, Stapel teilen. Die sollten nicht hier rein, So. Zinn haben wir echt zu viel schon mittlerweile. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Hierfür habe ich nichts. Hier aber. So, Papier habe ich hier auch wieder ohne Ende. Ich glaube, den Ring brauche ich nicht noch einmal. Den haben wir ja schon irgendwie einmal. Jo, eine Schriftrolle noch, dann haben wir genau 100 Erfahrungspunkte. Perfekt. Freue ich mich schon aufs nächste Update.
Okay, und jetzt drüben nochmal alles einsortieren. Ne, für hier haben wir. So. Und hier. So, was haben wir noch? Knochen können wir gleich woanders reinpacken, damit wir wieder Knochenmehl haben. Hier haben wir nichts, oder? Ne, keine Pflanzen. Setzling haben wir jetzt gerade auch nicht. Essen. Haben wir Essen? Rohes. Okay. Eier haben wir auch nicht. Wir hatten doch gerade wir hatten auch keinen Zauber eingesammelt. Sprengstoff haben wir auch nicht. Ich hätte das vielleicht mal anders bauen sollen hier. Obwohl, vielleicht ist es so besser. Äste haben wir. Und Holzspalte. Den haben wir noch. Die bunten Stoffe packe ich gleich mal nach oben. Für hier haben wir nichts. Blau hatten wir nicht, grün hatten wir. Gelb hatten wir. Rot hatten wir. Farblos hatten wir. Leder hatten wir. Den hatten wir, glaube ich, nicht. Den hatten wir auch nicht. Hatten wir das? Nein. Aber das. So. Dann können wir den wieder grillen. Das können wir auch mal gleich einsortieren. Okay, jetzt ernsthaft, wie lange brauchen Bäume hier, um zu wachsen? So, und das war hier unten. Nee, das war Geflügel hier. Boah, kein Plan, was ich machen soll in der Zeit, wo ich auf die Jucker-Dinger da warte. Genau, er. Holzbretter, 12 Stück habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ja, super. Ah, hi, Falli. So, jetzt. Alles klar bei dir? Wie war Hailstream? Ja, soweit ganz gut. Ich habe die meisten Quests, die jetzt noch offen waren, fertig gemacht. Ich warte nur noch darauf, dass hier die Yucca-Palmen endlich mal wachsen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die hier überhaupt wachsen können. So, ihr habt wahrscheinlich so Radlerauge geradet. Kann das sein? Nach Manorlords? Ja, ich hab euren Stream, also hier, ich habe deinen Stream nebenbei auch noch offen gehabt, auf stumm. Deswegen. So, Holz wollte ich. Ah ja, dann kann ich euch auch mal zeigen, was ich offscreen schon mal gemacht hatte. Ich habe das Lager hier ein bisschen schon mal angefangen hier. Hier alles voller Sprengstoffe, da auch noch diese Sprengstoffe, also diese mit Geisterköpfen. Hier alles mit Lebensmitteln.
Hier mit rohen Lebensmitteln, die man anpflanzen kann. Hier normale Pflanzen. Hier haben wir Bandagen, also ich weiß jetzt nicht, ob da noch bessere kommen, so Heiltränke ganz unten hier. Dann oben Dietriche und Pfeile. Habe ich ein bisschen so hier Tränke für die Bar. Also ein bisschen schon sortiert. Hier halt die ganzen Holzsachen, hier alles mit Stein, hier alles, was mit Erz zu tun hat. Hier die ganzen Baublöcke. Ich hatte auch so hier unten auch noch einen Keller ausgebaut, was noch nicht kommen muss. Okay, jetzt bin ich neugierig, was bei euch da abging so. Falli, aber wenn du nichts erklären willst, musst du hier auch nicht so. Aber trotzdem, jetzt bin ich bin neugierig, so das, was du da erklären musst. Hier oben ist halt noch nichts, außer halt hier angefangen schon mal die ersten Sachen mit Stoff und Leder und so weiter. Soll ich hier in den Gang kommen? Also hier hat sich schon ein bisschen was getan. Ich warte jetzt aber gerade ungeduldig auf die Palmen, damit ich endlich das Flammenaltar hier verbessern kann. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich es kenne. So, ich bin schon ein bisschen müde. Ich hatte heute eigentlich richtig mies geschlafen. Sagen wir so. Und ja, Nackenschmerz auch noch. Ja, das müssen wir auf jeden Fall, dass Falli sein Spiel endlich fertig macht. So, das wollte ich eigentlich so oder so auch nochmal ausprobieren im Stream. Muss ich mal irgendwie an einem spontanen Tag machen. Aber ich glaube, ich mache das, wenn du wieder da bist, damit du da auch zusehen kannst. Ich bin jetzt aber gerade erstmal kein Plan, was ich machen soll, bis die Dinger hier fertig sind. Irgendwie Zeit schinden, keine Ahnung. Ich hatte vorhin ein bisschen Zeit geschindet, da kamst du ja dazu, aber in den Lurk so hier mit Sachen einsammeln. So, genau, den einen Stauraum wollten wir noch machen. Haben wir oben auch schon mal Garn entpacken können. Oh, warte mal, ich sehe da. So, das soll hier hin. Ich bin diplomatisch. Verdammt! Ja, was Diplomatie angeht, hatten wir heute schon jemanden gehabt, der sehr gerne über sehr politische Sachen reden wollte. Da habe ich aber auch schon gesagt gehabt, so, hier lieber nicht. Ja, stimmt, dich müssen wir auch noch unterstützen, Hel. Damit du, wenn du aus dem Urlaub da bist. Alter, wieso kann ich da jetzt nicht hinbauen? Ich gönne mir mal eben kurz irgendwelche Blöcke, damit ich dann ein bisschen höher stehen kann. Warte mal, dann kann da doch hier bleiben.
So, endlich. So, Hild, da bin ich gespannt auf deine Pläne. Was du dann genau vorhast. Genau, Pali. Coworking passt zu jedem Plach. Das stimmt. Da kriegt man immer hin. So. Ah, Hel, du benutzt doch immer so gerne Bandagen. Ich irgendwie gar nicht. Bis jetzt. Kannst sie bedienen, wenn du wieder da bist oder wenn du mal hier zum Zocken reinkommen willst. Ich warte bis jetzt erstmal immer noch auf die Dinger hier. Hat einer von euch einen Plan, wie lange das dauert, bis die wachsen? Die brauchen recht lange. Ja gut, dann mal schauen, was ich da mache in der Zeit. So, 5 Quests haben wir noch. Die größte Beute. Da komme ich aber noch nicht hin. Verborgener Schrein der Flamme komme ich noch nicht hin. Die Säulen der Schöpfung komme ich noch nicht hin. Versteckte Handwerksrezepte. So, du hast ein verstecktes Handwerksrezept in den Hallen der Erloschen gefunden. Finde die Hallen der Erloschen in den Nomadenanhöhen. Das wollte ich eigentlich nächsten Sonntag machen, die Hallen der Erloschen. Ich habe im Grunde nichts mehr offen an Quests. Und für Bauen würde ich heute aber auch nicht mehr, also wenn ich bauen wollen würde, würde ich auch noch nicht, also würde ich dann vielleicht schon mit dem ersten Häuschen für einen von denen hier anfangen. Sagen wir mal so. Obwohl, komm, da können wir das machen. Dann können wir das machen. Frage ist, für wen? Für den Schreiner, für den Schmied? Ich glaube, ich würde mit dem Schmied anfangen. Jetzt erstmal gucken, was haben wir hier denn für Baublöcke? So, da ihr aber das jetzt das mit dem Coworking anspricht, ich hatte da auch tatsächlich geplant gehabt, so mal. Hel, du weißt davon sogar. Die hat dir davon mal erzählt, glaube ich. Pali, bei dir weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte, aber. So, verwittert ein Steinblock. Vor allem mit dem, was das Filmprojekt da angeht, wollte ich ja damit. Normalen Steinblock. Weiß es nicht. Das wollen wir mal nicht nehmen. Davon habe ich echt zu viel. Ich habe 3 Kisten voll mit diesen Feuersteinblöcken. So, hier haben wir 11 mal die Knochenblöcke. Also Stacks voll. Ich bin mir nicht sicher. Womit soll ich das anfangen. Ich nehme mal so ein 100er Stack von denen mit. Machen wir so auch einmal. Hier nochmal grob gehauen Steinblock. Vergleich die gleich mal.
Okay, es wird schon langsam dunkel. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, den würde ich nicht nehmen. Okay, das verwitterte werde ich definitiv für die Kirche oder was auch immer das werden soll, da für den Flammenaltar nutzen, weil hier auch so schön Knochenstücke drunter rumliegen. Grob gehauenen. Natürlich wird es jetzt wieder. Ah! Die sind fertig, zwei Stück zumindest. Oder für die Hütte für Alden kann man da auch machen. Zwei hätten wir dann gleich schon mal. Perfekt. Für den nehme ich hier den normalen Steinblock. Der gefällt mir bis jetzt am meisten. Den Feuersteinblock, den sehen wir ja hier am Boden. Muss ich gleich ein bisschen was produzieren von? So, aber sagt mal, was haltet ihr bis jetzt von meiner Lagermöglichkeit, wie das bis jetzt aussieht? Also, wie es hier bis jetzt. Ich weiß, es sind sehr viele Truhen und es werden noch mehr. Vor allem der Keller wird noch voll und die beiden Obergeschosse werden noch voll damit. Jedes Item braucht seine eigene Kiste. Jetzt falle ich komplett auf Linux. Über Linux streamen. Sicher, dass du nicht Windows machen willst? So, was hatten wir hier? Den grob gehauenen. Das will ich noch ändern. Das werden alles magische. Das, was hier magisch ist, das sind noch die alten Truhen, die ich jetzt erstmal quasi übergangsweise hier noch mitplatziert habe. Die sollen aber noch verschwinden. Die sollen alle noch magisch werden. Und ja, ich weiß, was ich mir da antue. Vor allem, ich habe schon gesehen, beziehungsweise ausgerechnet gehabt. Das werden um die 300 Truhen, habe ich glaube ich gesagt, gehabt, die auf mich dazukommen. Und dann die alle magisch machen. Das wird noch ein Spaß. Und dann sollen die alle noch bis zum Rand voll sein. So, wo hatten wir den normalen Dings hier? War das hier, ne?
glaube, ich erstelle so noch mal welche. Dafür brauche ich Stein. Und die werden dann auch alle, die hier rumliegen, die ganzen Dinger, das ist das absolute Chaos hier. Die werden hier alle noch irgendwo zugeteilt. So, normaler Steinblock da oben. Den hat man gemacht, ne? Im Inventar 100. Ich glaube, das wird reichen fürs Erste. So, wenn ich die jetzt abreiße, kriege ich dann... Ich muss die so machen, glaube ich. Ja, Juckerfrucht, perfekt. Okay. Genau das will ich haben, die Juckerfrüchte. Du weißt nicht, wie lange ich schon am Warten bin darauf. Jetzt schon. Ich glaube, Anfang der Folge. Ich nehme ja jetzt schon die neue Folge schon auf, seit einer Stunde. Zwar jetzt gleich 6 Stunden bin ich schon dabei, hier live, aber die aktuelle Folge läuft schon 1 Stunde und Anfang dieser Folge, so 1 Stunde 2 läuft die Folge schon. Genau, ich muss jetzt kurz überlegen, wo hatte ich die 6 liegen? Ne, die sind noch am. Die sind dann noch am produzieren. Da habe ich schon mal 60. Ne, warte, die kommen hier hin. Perfekt. Jetzt brauche ich eine Setzlingtruhe. Also für die Dinger hier. Ich habe bisher für andere Setzlinge, also Flachs habe ich hier eine Truhe, aber war doch Flachs, oder? Genau, Flachs. Wo hatte ich Jucker hingetan? Da oben. 28 haben wir schon mal. Nee, wo war... Hier. Haben wir schon mal wieder 100 davon. Perfekt. Stein packe ich auch schon mal wieder hier rein. Die können dann wieder dahin. Ja, das hoffe ich mir auch, also dass so eine Dingens kommt. Dass ich einfach dann hier vielleicht irgendwie am Eingang oder so, so eine Kiste extra hinstellen kann. Dann erstmal einfach da rein alles machen und der sortiert hier alles automatisch rein. Das wär's. Und das Licht, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt hatte, im letzten Stream. Aber dieses blaue Licht hier, das kommt noch weg. Das ist einfach nur erstmal da wegen Orientierung gewesen. So, Dings habe ich abgebaut. So, wo könnte der Schmied guten Platz haben? Wo könnte er sich wohlfühlen? Hier oben vielleicht? Oder... Ne, ich glaube, hier oben wäre zu weit weg quasi für den Schmied zur Hauptstraße. Ich
Ich brauche auch noch eine Stadtmauer. Muss ich auch noch machen. So, erst einmal den Fundamentblock. Vielleicht erstmal doch hier irgendwie am Rand. Ich hätte mehr machen sollen. Wie komme ich auf die Idee, dass 1000 reichen würden? So. Jetzt müsste es aber reichen. Ich glaube, der Baum wäre im Weg. So. Reicht immer noch nicht. Ich wollte hier aber dann, also auf der Seite, vielleicht noch mal so ein bisschen wie L-Form machen, dass da vielleicht ja so ein bisschen L-förmig quasi nach hinten geht. Und dann wollte ich gleich noch mal die Hölzer vergleichen, beziehungsweise auch andere Steine noch mal. Das müsste jetzt reichen. Und dann soll hier ein kleines bisschen nach hinten gehen. Wohl, ja. Noch einen machen wir, würde ich sagen. Sehr viel hinterher, also hin und her laufen hier. Ich mach's anders. Reicht das? Nope. So, dann kann das hier weg. Toll, ich mache alles kaputt hier. So. Einmal vielleicht doch. Random Ship nebenbei. Ich überlege wiederum wegen Arbeit, Uni und Coworking-Zeiten. Ich glaube, ich muss dafür meine Streamzeiten reduzieren. Also, darf ich einmal nochmal fragen, so damit ich es auch richtig verstehe. Du willst selber Co-Working machen, also Co-Streaming, also selber streamen, um im Stream zu arbeiten, sag ich jetzt mal so, oder habe ich da irgendwie was missverstanden, falsch verstanden, irgendwie so in der Richtung? Ist jetzt meine erste Frage, weil
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich überhaupt richtig verstanden habe, was du jetzt vorhast. Ich finde schön, dass Stein doch so schnell weggeht. So, wo hatten wir den? Da hatten wir das. Ah, okay, du wolltest dann wahrscheinlich eher einem Stream zuschauen, zuhören, der während er streamt selber arbeitet. So war das jetzt wahrscheinlich gemeint. Wenn ich immer noch falsch liege, bitte nicht hauen, ja? Ich bin lieb. Ich bin nur halt heute ein bisschen dumm. Ich habe heute mal einen dummen Tag. So, da kann wieder rein. Ah, ich hab noch. Ja, komm. Machen wir den Ausgeruht-Buff nochmal voll. War nur eh random shit. Ah, okay. So, mal schauen. Was haben wir eigentlich an Holzblöcken? Beziehungsweise Ziegelblöcke haben wir ja auch. Irgendwo. Warte mal. Das ist der veredelte Holzblock. Den nehme ich lieber nicht für den Schmied. Den will ich auch nicht. Fachwerkblöcke nehme ich mal nicht für den Schmied. Hier ist alles leer. Ich habe nicht so viel Holz. Warte mal. So, was gibt es denn hier für Holzblöcke? Erstmal Holzblöcke habe ich noch gar nicht gemacht und ausprobiert. Oder den geteerten Holzblock. Die habe ich noch gar nicht gemacht. Palmholzblock habe ich auch noch gar nicht gemacht. Also noch gar nicht gebaut. So, Hel, du bist ja die Bauexpertin. Welcher Holzblock würde zu einem Schmied am besten passen? So, veredelte Steinblöcke würde ich auch mal gleich ausprobieren wollen. Ich glaube, ich hole mir gleich oder doch ein bisschen Miasma-Holz. In der Zeit kann das da ja wieder wachsen. Da enthältst du dich mal lieber, okay. Und ja, wie du siehst, ich hab mir schon den Gleiter geholt, den besseren Gleiter, sag ich jetzt mal. Zumindest so wieder genannt wird. Die da hinten wollen Stress. Ich habe aber keine Zeit für den Stress. Dabei bin ich eigentlich noch nicht, also von der Flammenstufe her, noch nicht bereit gewesen, da überhaupt hinzugehen. So.
Aber trotzdem einfach mal da rüber marschiert. Alles klar, Hel, dann dann bis später. Oder falls du heute nicht mehr auftauchen solltest, wünsche ich dir noch mal eine gute Nacht. Komm, wir hauen den zu Klump. Ich glaube, dann Miasma-Flüssigkeit können wir auch mal einsammeln. Wenn wir schon dabei sind. Oh nein, die Käfer. Oh, ich liebe diese Käfer. Ah, da war noch ein Holz. So, und du ballerst auf mich. Hier noch irgendwas? In Ewigkeiten her, wo ich hier drin war. Nee, kein Terbogen. Ah, okay, der steckt da fest. Ja, verprügeln wir die mit der Fackel. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht drin in dem hier. Ich hoffe, hier ist vielleicht ein neuer Baublock, den ich noch gar nicht hatte. Die Zauberersachen will ich auch nicht. Okay, es geht hier noch weiter runter. Also hier ist nichts, was sich lohnt. Schade eigentlich. Achso, das war kein Baum, das war... Okay. Ich dachte, das wäre ein Baum. So, wie viel Holz haben wir jetzt? 66, das wird nicht reichen. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr.
So, nehmen wir mal den Baum hier. Den großen hier. Okay, hier gibt es ein paar große Bäume mehr. So, alles mitnehmen. Gut, hier könnte man auch eigentlich richtig gut jetzt auch in dem Bereich die Miasma-Hoden farmen. Ich glaube, das wird bis fürs Erste reichen. Suchen wir uns unseren Weg wieder nach Hause erstmal. Klebach Farm? Hier war ich noch gar nicht. Okay. Okay, wie? Das finde ich jetzt heavy, dass ich die Orte noch nicht entdeckt habe. Sorry, dass das laut ist, aber die ist halt laut. Nochmal Stein, perfekt. Was gibt es denn hier zu finden? Gibt es hier was zu lesen? Lehrlingszauberstab. Schön. So, Bücher auch wieder mitnehmen. Jo, tatsächlich. Versuch nicht, mich zu finden. Wenn du dies liest, bin ich schon im Schutze der Nacht verschwunden. Ich werde nie die Tochter sein, die du wolltest, Vater. Gehorsam, schweigsam und stumpf. Ich kann mich nicht mehr entschuldigen. Wurde zu Größerem geboren. Die Menschen sollen mich anrufen. Ich möchte mehr sein als Ehren die Landarbeiterin. Du wirst wieder von mir hören. Du wirst ein helles Licht am Nachthimmel sehen. Denn wenn ich meine Arme um etwas Wertvolles schließe, etwas Besonderes, schön wie Morgentau, dann lasse ich nicht mehr los, Ehren. So. Okay, doch noch was gefunden. Oh, es wird wieder dunkel.
die Mistkäfer wieder. So, jetzt brauche ich aber dringend... Nein, das hat nicht gefunzt. Ich glaube, hier geht's raus. Aus dem Miasma. Perfekt. Ah, da sind wir schon. Okay, die sind immer noch nicht gewachsen. Kann wahrscheinlich nur um Jahre handeln. Warte mal, ich habe jetzt hier nicht aus Versehen was Falsches reingetan. Nein. So, Miasma-Flüssigkeit haben wir schon mal wieder ein bisschen was. Ich brauche dringend so ein Sortierungsding. Ganz dringend. Davon haben wir nichts. Haben wir davon was? Nope. Die kann ich hier rausnehmen, fällt mir gerade ein. Die habe ich ja schon mittlerweile woanders. Gott. Es tut mir wirklich leid für diejenigen, die das auch später dann auf YouTube schauen, dass sie sich das hier jedes Mal geben dürfen, wie ich hier alles einsortiere. Apropos, habe ich jetzt eigentlich einen neuen Dings? Okay, hier ist noch nichts Neues, aber vielleicht hat das was mit einem unserer Überlebenden zu tun? Die Info? Die wir jetzt haben. Also das neue Brief, was wir gefunden hatten. Komm, wir gehen pennen. Okay, die. Mit denen hat das nichts zu tun. Schade. Ich hatte jetzt gehofft, wir finden noch eine neue Quest. Hier haben wir nichts. Hier auch nichts. Ja, das jetzt von hier? Hier habe ich was. Indigo hat... Ne, das ist kein Indigo. Wo haben wir Indigo? Da. Unter Klacks war das. Dann Erdbeeren hatten wir und...
Rootzola, glaube ich. Hier. Nein, da unten war es. Und jede Menge Holz. Ne, hier nix. Hier aber. Hier. So, Stoff und Münzen noch. Genau, da hinten waren Münzen. Und willkommen zurück, Hel. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ich wollte jetzt eigentlich aber auch selber noch mal einen kurzen Toilettenhäuschen machen. Und danach mich eigentlich darum kümmern, dass wir das Flammenaltar noch mal kurz aufbessern. Und ich glaube, was das da angeht, werde ich vielleicht beim nächsten Mal machen. So, was den Schmied angeht. Dass ich hier für erst einmal Ressourcen sammle, dass ich ein bisschen farmen gehe. Auf Screen. So. Also, im Grunde brauche ich da wirklich einiges für. Sehr viele Steine, sehr viel Holz. Da muss ich auf jeden Fall. Also ich werde das. Ich habe mich zu wenig um Baumaterialien gekümmert, sagen wir mal so. Ich habe einfach mich darum gekümmert, dass ich eine Lagerhalle kriege und alles. Daher würde ich mich um den Bau hier später weiter kümmern. Also nächstes Mal. Du bist da wahrscheinlich schon nicht mehr da. Gehe ich mal von aus. Aber ich werde das halt dann aufnehmen und dann kannst du das nächste Mal sehen. Aber ich mache jetzt nochmal ein kleines Päuschen. Und dann sind die Dinger hoffentlich jetzt gewachsen. So, ich glaube, ich lasse euch aber dieses Mal dann den Pausenscreen mit der Musik mal drin. Und dann sehen wir uns gleich wieder.